Junge Frau, dürfte ich mal ganz kurz. Wir sind hier im Interview mit Flipper TV. Es geht darum, wie finden Sie denn die Convention hier? Toll. Ja? Ja. Gibt es einen Flipper, der Ihnen besonders gut gefällt? Ja, der Wizard of Oz. Wizard of Oz. Und Medikamente. Das tut mir leid. Wissen Sie so, denn auch, wir wollen jetzt auch woanders hingehen und andere Leute belästigen? Natürlich, ich habe das ganze Turnier durchgespielt schon. Gut, und welcher Flipper gefällt dir am besten, würde normalerweise jeder fragen. Aber ich frage anders. Welchen Flipper findest du am, ich will jetzt dieses Wort mit SCH nicht sagen, ich sage es einfach mal am schlechtesten, ist auch mit SCH. Wir wurden ja vorhin gestört. Und, also das ist wie gesagt, wir machen ja hier die Aufnahme für die Flipper Convention, ne? Und, also du hattest gesagt, der Wizard of Oz gefällt dir sehr gut. Hast du denn da dran überhaupt spielen können? Weil der ist ja rund um die Uhr besetzt, habe ich gesehen. Ja, aber ich habe mich durchgeboxt. Ja, aber und was begeistert da die Frau so eher an diesem Flipper? Eher die roten Schüchchen oder das Hündchen? Das Einhorn. Hallo? Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? Englisch. Okay, Englisch, das ist schlecht. Ich kann kein Englisch. Wizard of Oz, gibt es da ein Einhorn? One Horn. Hast du denn schon mal davon gehört, dass im Wizard of Oz sich ein Einhorn befindet? Findet sich dort ein Einhorn? Das ist wirklich eine existenzielle Frage. So jemand, du liest doch auch Festus abends immer eine Geschichte vor. Und da könnte doch, vielleicht könnte da schon Alice im Wunderland drin vorgekommen sein. Das ist übrigens die Ostversion, ja? Ja. Könnte es sein, dass da ein Einhorn drin vorgekommen ist? Also ich habe es selber noch nicht gesehen. Kann übersetzen, sie hat ein Einhorn noch nicht gesehen oder gelesen. Ja, aber du weißt, wie der Hund heißt? Oh, nee, ehrlich gesagt. Okay, weißt du, wie das Mädchen heißt? Nee. Alice. Und der Hund heißt Toto. Ne? Aber pass auf, jetzt kommt der Trick. Jetzt. Das weiß jede Frau. Ja, sie weiß zwar nicht, wie der Hund heißt und wie das Mädchen heißt, aber welche Farbe haben die Schuhe? Rot. Oh, jetzt haben wir nochmal, ich habe mir nochmal das Mikrofon genommen. Wann komme ich auch schon mal ins Fernsehen und wollte noch mal euch was ganz Besonderes zeigen, was eigentlich, also so einer Convention gab es das eigentlich noch nicht in der Form, dass es Aussteller gab, die neue Flipper ausgestellt haben, die es auch zu verkaufen gibt. Und da gibt es ein aufstrebendes Unternehmen, Pinball ich zeige euch gleich das Logo, dann könnt ihr da noch mal raufgucken, wie das heißt. Da gibt es hier den Kiss Flipper. Das ist das Neueste, was es momentan auf dem Markt zu kriegen gibt. Warte mal, wir warten mal, was hier passiert. Aha. Also auch der Flipper hat auch einen Tilt mit Mini-Bildschirm drauf. Das kann man nur teilweise einfangen, aber es ist wirklich ein Gerät, was auch mal wieder ein paar Neuerungen drin hat, die man so nicht hat. Also wir wollen ja mal ein paar spektakuläre Bilder einfangen vom Iron Man. Ich finde ja den Metallica hätte ich ja besser gefunden zum Film, aber der Kameramann hat sich jetzt gerade in den Iron Man verliebt. So, jetzt ist er weg. Sagen wir mal den neuen Kiss. Kann man den jetzt bei euch schon mitnehmen? Noch nicht. Wir haben ja das Gerät, was da vorne gezeigt wird, extra einfliegen lassen für diese Convention. Der reguläre Container wird so in circa 3 bis 4 Wochen erwartet. Und gibt es auch einen, den du total... Auch toll finde. Ja, der Medieval Madness, den finde ich auch toll. Ja, und hast du denn auch ein Medieval... Ja, habe ich. Ist er mit Medizin? Medizin, ne? So ein Krankenwagen, oder? Nee, mit das Medizin ist mit einer Burg. Da hat man eine Burg und muss die 5 Burgherren bekämpfen, also einzeln besiegen und dann auch noch Trolle und Burgfräulein retten und die Bürger befriedigen und dann ein Katapult schießen und so. Also so richtig, das ist und so Rittertum. Die Burg, so. Geht die kaputt? Oder die was? Geht immer wieder kaputt und der Flipper baut dann... Nein, der Flipper baut die wieder neu auf. Aber die geht jedes Mal kaputt, also die Türme wackeln und wackeln und dann fallen die um. Hier steht Essa. Hallo, ich bin der mobile Reporter vom Flipper Fernsehen. Ja. Auch immer schön in die Kamera. Friedlich. So, hallo. Sag uns doch mal, warte, nicht wegrennen. Sag uns doch mal, wie gefällt dir denn die Veranstaltung? Irgendein Flipper, der dir besonders gefällt? Nicht klar, der Vektor. Der Vektor? Wir haben hier überall roten Teppich. Und das heißt nichts, den haben die nur für uns hier hingepackt. Normalerweise ist hier karger Betonfußboden. Wir können ja mal hier einen fragen von unseren Aufbauhelfern.
Er ist aus Berlin, da sind wir etwas ruppig und vor allen Dingen, am besten finde ich immer, wenn sie wegrennen. Ja, huch, eine Kamera, ich renne jetzt weg. Wir suchen uns einfach einen, der nicht wegrennen kann. Ich habe jemanden. Hallo, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Nichts aufzugeben, noch mit der letzten Kugel kann man gewinnen. Was man jetzt nicht sehen kann, das könnt ihr vielleicht mal filmen, ich stehe auf den Zehenspitzen neben Ihnen, ja. Also, weil es ist totaler Hammer. Ja, der junge Mann ist 2,45 Meter groß. Wir sind ja ganz leise hier, weil es ist ja gerade, hier scheint es ja um viel zu gehen. Was passiert da gerade? Das sind zwei Topspieler aus den Niederlanden, ja, die gegeneinander spielen. Und da natürlich, einer spielt gut und dann macht die Maschine etwas nicht ganz richtig und dann wird es eine Diskussion. Und dann wird die andere gewinnen. Aber die spielen so, wenn ein Gerät ganz nicht funktioniert, dann mache ich nicht gute Punktzähle. Also deutscher Meister kann rein theoretisch sogar ein Holländer werden, so traurig wie es klingt. Ne? Aber glücklicherweise passiert das nie bei der Weltmeisterschaft. Holländer werden nie Weltmeister im Fußball.